Herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Runde Public Transport Simulator. Zwar nicht live, aber immerhin in Farbe. Und ich würde sagen, legen wir auch direkt los. Wir fahren weiter. Wir fahren jetzt mal einen anderen Bus. Er hier. Oder nein. Doch ein anderer. Mal, wenn was Gutes zu finden ist. Ey, hab ich. Genau. Den können wir ihn nehmen. Und fahren wir ein bisschen mit dem. Ein paar Runden halt. So. Und sobald er geladen hat, das wäre dann perfekt. Dann können wir auch fahren. Das ist übrigens ein Solaris. Ein echt tolles Ding. Aber viele meinen, das Ding wird mit Solarenergie angetrieben. Das ist falsch. Die Firma ist einfach Solaris. Ich habe ja gestern auch eine Folge von Bus Simulator 2015 für Android hochgeladen. Ja, ich bin nicht. Was war das? Ich bin nicht so gut in dem Spiel gewesen. Aber das Spiel ist ja auch selber nicht so gut gewesen. Von dem her gleicht sich das aus. Das ist schon wieder so ein Spaß, den ich da gefahren. Idiot. Wann fährt der Idiot in mich rein? Das gibt's da nicht. So, dann machen wir die Tür gleich wieder zu. So, geschafft. Wir sind im Ziel. Das ist gut. Jetzt fahren wir gleich die nächste Runde mit dem Bus. Das können wir gleich. Leider. Und was soll's? Ich habe jetzt das Internet ausgemacht. Jetzt kann ich eigentlich ganz normal spielen. Jetzt gehen wir aber erstmal tanken. Wir haben gut getankt. Hier schön entlang, das ist gut so. Und dann holen wir die Passagiere ab. Perfekt geparkt. Das ist immer gut. Bitte alle einsteigen. Und dann kann man auch gleich die Tür wieder zumachen, sobald alle sitzen. Blinker links setzen zum Losfahren. Ausschalten. Und dann machen wir ihn gleich wieder an für die Ampel. Und können auch direkt wieder losfahren. Und wir haben wieder perfekt geparkt. Dann gibt es wieder ordentlich Cashflash. Und kann man auch direkt weiterfahren. Perfekto. Strecke geschafft. Nächste Strecke. Ich hoffe, wir können uns bald den Kappa City L kaufen. Den gibt es ja seit dem letzten Update im Spiel auch endlich. Da freue ich mich schon drauf, aber jetzt fahren wir erstmal nochmal tanken.
Okay, fahr mal in die vorderste. Perfekt. Gut, fahren wir weiter. Da kommt keine. Dann können wir jetzt weiterfahren, das ist ganz gut hier. So, perfekt an der roten Ampel angehalten, das ist perfekt, wie ich schon gesagt habe. So, entspannt links. Dann links abbiege. Rechts den Blinker an. Türen auf und die Passagiere einsteigen lassen. Das ist toll. So, dann müssen wir noch kurz warten. Dann die Türen wieder zumachen. Blinker links setzen zum Losfahren. Da können wir auch ganz entspannt weiterfahren. Ah, jetzt haben wir endlich Haltestellen Bucht. Und da vorne geht es dann auch schon im Kreisverkehr neu. Perfekt. Ich kann endlich wieder Bus fahren, weil das andere Spiel endlich deinstalliert ist. Wuhu! Ich hoffe, ihr habt die Folge gesehen. Link zu der Folge ist in der Beschreibung. Ja, sag mal! Ja. Link zu der Folge ist in der Beschreibung. Link zur Playlist von Public Transport Simulator ebenfalls. Und ja. Dann fahren wir weiter. Hier so schön entlang. Ich kann endlich wieder Bus fahren. Wuhu. Nein, ich bin drüber rausgeschossen. Schande. Aber immerhin. Ich krieg trotzdem noch genug Punkte. Was? Ich krieg nur so einen Blödsinn. Aber was soll's? Fahren wir weiter. Ich hoffe, ich krieg bald den Kappa City. Dann zeige ich euch den in der nächsten Folge. Ich würde sagen, nach der Strecke sind wir dann auch fertig mit dieser Folge. Ich weiß noch nicht, wie wir bei der Aufnahmezeit gerade sind. Das werde ich jetzt auch gleich nachschauen, wenn die Leute einsteigen. Ja, 8 Minuten ist immer gut. Ja, dann nach der Strecke sind wir dann fertig. Link habe ich schon längst gesetzt. Jetzt können wir auch losfahren. Hier schön lang. Perfekt in der roten Ampel angehalten. Blinker links gesetzt. Immer Blinker setzen beim Autofahren. Auch beim Busfahren. Immer dran denken. Kurz hatte ich ausgesetzt, aber das habe ich schon wieder hingekriegt. Was? Ach, er hat sich nicht gut festgehalten beim die Kurve fahren. Er ist selber schuld. Kann ja nichts für, wenn der nicht in der Lage ist, sich festzuhalten. Ach, schade. Rote Ampel noch mitgenommen. Was soll's? Die hier nicht, das kommt hier her.
Scheiße. Toll, jetzt habe ich die ganze Ampelphase versagt. Oh Gott. Ihr solltet mich gerade sehen, wie ich verzweifelt bin. Na gut, ich würde sagen, das war's dann mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und lasst eine Bewertung und ein Abo da. Schaut euch die anderen Folgen an und dann.